Wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht dieselbe wie die Welt davor. Diese Zeitenwende-Rede vom Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigt die Zäsur in der internationalen Sicherheitspolitik, die nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 erfolgte. Seitdem ist Deutschland gezwungen, verstärkt Verantwortung in der Welt zu übernehmen und gemeinsam mit seinen Partnern den Bedrohungen aktiv zu begegnen. Dies gilt aufgrund unserer historischen Verantwortung, insbesondere im aktuellen Kampf Israels gegen die Terrororganisation der Hamas. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hochschulgemeinschaft, wir freuen uns, Sie heute zu unserer Veranstaltung Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Gina Zmuzinski und ich repräsentiere heute die Juso-Hochschulgruppe an der BLS. Zuallererst möchten wir uns natürlich bei Ihnen, Herrn Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir Sie heute bei uns auf dem Campus begrüßen dürfen. Wir alle sind bereits sehr gespannt auf Ihre Einblicke und hoffen, dass Sie sich als ausgebildeter Volljurist auf unserem Campus gänzlich wohlfühlen. Herzlichen Dank gebührt auch dem Bundestagsabgeordneten Herrn Metin Hakverdi, der den Minister zu uns an die Law School eingeladen hat und mit uns diese Veranstaltung gemeinsam organisierte. Diesbezüglich möchten wir uns auch bei Tom Hinzmann bedanken, der einen großen Beitrag zur Umsetzung leistete. Nun aber freuen wir uns auf den Austausch zwischen Herrn Hakverdi und Herrn Pistorius, bevor wir im Anschluss gespannt auf die Fragen des Publikums blicken. Wir wünschen eine spannende Veranstaltung. Dankeschön. So, kann man mich hören? Herzlich willkommen. Vielen Dank nochmal an den Minister, dass er sich die Zeit nimmt. Das ist ein anstrengender Zeitplan. Ich habe das jetzt so als Augenzeuge mitverfolgt. Also herzlichen Dank an die Organisation deines Büros. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. Vielen Dank und danke natürlich an die Juso-Hochschulgruppe dieser Bucerius Law School, dass sie das hier möglich gemacht hat. Organisatorische Meisterleistung, wenn ich das mal so sagen darf, auf Knopfdruck. Ja. Wir haben ein riesiges Problem. Wir haben ein riesiges Problem heute und das ist die Zeit, denn der Minister ist sehr beschäftigt. Wir müssen hier ziemlich genau um 15 Uhr beenden. Deswegen versuche ich so kurz. Komm, ich muss verrückt sein. Ich gebe einen drauf. 15:10 Uhr. 15:10 Uhr. Ja, der falsch. Jetzt weiß ich, wie das geht. Am Telefon ist mir das nicht gelungen. Ja, man muss das nur einmal vorher. Dann ist auch wieder was gelernt. Ich will möglichst schnell die Fragen ans Publikum geben, weil es wahrscheinlich sehr, sehr viele bewegen gibt. Ich will aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, zwei kleine oder drei kleine Sachen loszuwerden, die du dann bitte vielleicht auch als Eröffnung für die anderen redest. Denn es gibt einfach zu viel. Ja? Es hat ja den Eindruck, als würde jetzt jeden Tag eine neue Krise obendrauf kommen. Und zwar nicht, weil die Alten weg wären, sondern einfach nur, dass es immer mehr wird. Und ich frage dich jetzt einfach nur, weil du jetzt ja auch gerade rein, dann wieder raus, wie sieht der Tag aus der Sicht des Verteidigungsministers aus? Also wo kommst du gerade her? Was machst du in diesen Wochen? Ich habe gesehen, du warst in Israel letzte Woche, du hast die NATO, also diese, wie stellt sich das für dich da gerade? Diese vielen Weltenkrisen, so darf man das ja sagen. Ja. Also ich fange mal mit einer Bemerkung an, die vielleicht der ein oder andere nachvollziehen kann. Vor ein paar Wochen war ich, oder das ist schon sogar länger her, in Stockholm bei einem NATO-Verteidigungsministertreffen. Bin morgens wach geworden und wollte mir einen Kaffee aufs Zimmer bestellen, nehme den Hörer, rufe den Zimmerservice an und fange auf Französisch an zu sagen, ich hätte gern Kaffee. Weil ich dachte, ich sei in Brüssel. So passiert das eben dann manchmal.
Aber Spaß beiseite, ja, das sind wahnsinnig herausfordernde Zeiten. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Ein Kalender, den wir heute für nächste Woche machen, der kann am Montagabend schon nicht mehr gültig sein. Das ist aber eigentlich in solchen Jobs fast immer so, aber in diesen Zeiten noch mal mehr. Heute Morgen war ich erst an der Führungsakademie der Bundeswehr hier, bin heute Morgen um 6:30 in Berlin losgefahren, war in der Führungsakademie ausführlich, war jetzt eben gerade im Haus von Helmut und Loki Schmidt, zu der Aufzeichnung eines Podcasts mit dem NDR. Muss ich übrigens sagen, war mein erstes Mal. Da Helmut Schmidt immer eines meiner großen politischen Vorbilder war, war das für mich natürlich auch eine besondere Ehre heute. Und jetzt bin ich hier und jetzt geht es gleich wieder zurück nach Berlin und so geht es dann in den nächsten Tagen irgendwie weiter. Aber es macht trotzdem, auch wenn der Begriff vielleicht komisch klingt, Freude, weil es eine wahnsinnig herausfordernde Aufgabe ist und man merkt, dass man mit dem tollen Haus und mit der tollen Truppe, das will ich sehr deutlich sagen, echt viel bewegen kann. Ich habe den Eindruck, dass diese Freude oder Tatendrang auch auf die Menschen überspringt. Das ist ja nicht ohne Grund, dass du der beliebteste Politiker Deutschlands bist gerade. Als Verteidigungsminister. Als Verteidigungsminister. Ich glaube, das gab es noch nicht. Ja, das ist ja sehr außergewöhnlich. Und das hat natürlich was mit der riesigen Aufgabe zu tun, aber das hat auch was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Das ist zumindest mein Eindruck und das ist auch das, was ich oft höre über dich. Die Zeitenwende ist technisch gesehen, wenn man sich die Rede des Bundeskanzlers letztes Jahr anhört, drei Tage nach dem Angriff, nach der großen Invasion Russlands auf die Ukraine, technisch gesehen ein Reformprogramm für die Bundeswehr, wenn man es ganz eng fasst. Aber es ist natürlich jetzt, es war schon damals mehr, aber es wird ja immer mehr. Trotzdem will ich einmal die technische Frage an den Verteidigungsminister stellen, was die Bundeswehr an sich angeht. Welche Herausforderungen haben wir mit der Truppe, wie man so landläufig sagt? Welche Herausforderungen haben wir heute? Wo stehen wir? Was wollen wir als Koalition? Das darf man mal so sagen. Ja, wir sind Teil einer Regierung, die bis Ende der Legislatur, bis 2025 regiert. Danach gibt es aber, das Leben geht ja weiter danach. Was sind die mittelfristigen, was sind die ganz langfristigen Herausforderungen? Ich glaube, man muss nicht immer in Schutt und Asche versinken, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, aber irgendwie ganz ohne Vergangenheitsbetrachtung geht es ja auch nicht. Also wo stehen wir da? Was sind die großen Herausforderungen? Und was ist die Herausforderung für dich, für das Haus, für das Bundesverteidigungsministerium? Und macht das die Bevölkerung mit? Mein Eindruck ist, zurzeit sehen alle die Notwendigkeit. Und ich stelle vielleicht die eine schwierige Frage jetzt am Anfang. Wie bleibt das so? Bleibt das in 2, 4, 6, 8 Jahren so? Wie viel Zeit habe ich? Du hast dir selber das Zeitalter gesetzt. Nein, es ist... Ich fange mal mit einer Vorbemerkung an. Das Erste ist, ich bin jetzt viel rumgekommen, lese viel Berichterstattung über Streitkräfte anderer Länder und eine Erfahrung kann ich hier schon mal teilen, nach 9 Monaten im Amt. Es gibt kein Land auf der Welt, in der so schlecht über die eigenen Streitkräfte gesprochen wird wie Deutschland. Und ich frage mich immer, warum das so ist. Die Engländer und die Franzosen kämen im Traum nicht drauf, so über ihre Truppe zu reden und die sind nicht besser aufgestellt als wir. Die haben ähnliche Probleme, was Nachwuchsgewinnung angeht, ähnliche Beschaffungsprobleme, ähnliche Mentalitätsprobleme, die wir in der Gesellschaft auch haben. Denn, damit bin ich beim Kern deiner Frage, wir kommen aus einer Zeit seit dem Fall der Mauer, seit dem Ende des Warschauer Paktes, Anfang der 90er Jahre, aus einer Zeit der Friedensdividende. Die Bundeswehr hatte nur noch einen einzigen Auftrag, in Anführungsstrichen nur, nämlich den von internationaler Krisenintervention. UN-Einsätze, Hilfseinsätze und anderes. Bündnis- und Landesverteidigung, Abschreckung, Verteidigung spielten gar keine Rolle mehr. Weil alle zu Recht glaubten, nach dem Ende des Warschauer Paktes, es gibt keinen Aggressor mehr in Europa. Und das war ja auch über 30 Jahre so. Und jetzt wachen wir in einer anderen Zeit auf. Deswegen war die Zeitenwende nicht nur inhaltlich eine wichtige Rede, nicht nur wegen des Sondervermögens, sondern auch, das geht immer leicht unter, weil sich schon 3 Tage nach dem Beginn des Angriffskrieges gehalten worden ist. Also wirklich, wie wir als Juristen sagen, unverzüglich. Also wirklich unmittelbar, ohne schuldhaftes Zögern zu sagen, das ist jetzt eine Stunde, auf die wir reagieren müssen. Von daher, das alleine schon ein Wert an sich. Und ja, diese Zeitenwende ist wichtig wegen der 100 Milliarden Euro. Jetzt werden alle sagen, oh mein Gott, 100 Milliarden Euro für Rüstung und Waffen. Und ja, ich mache keinen Hehl daraus, ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen, wie ich immer sage, ein Kind des Kalten Krieges. Ich war bei der Bundeswehr zur Wehrpflicht.
Und habe irgendwann auch gedacht, nach 1989, so diese Zeiten von Abschreckung, Deterrence und Defense, das ist jetzt vorbei. Die Diskussion über den NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre haben die wenigen Älteren hier in dem Raum noch in Erinnerung. Das ist alles vorbei. Und das ist es eben jetzt nicht mehr. Es ist nicht mehr vorbei. Es ist wieder da. Und deswegen ist die Zeitenwende-Rede erstens gewichtig gewesen. Deswegen, wegen der 100 Milliarden, weil wir keine Ausstattung mehr hatten, wie wir sie damals immer vorhalten mussten, um Bündnis- und Landesverteidigung zu können gegen den Warschauer Pakt. Nicht als Bedrohung, sondern als Warnung. Wir sind bereit und in der Lage, beides uns zu verteidigen, wenn ihr uns angreift. Die NATO war nie, allen Propagandarufen aus bestimmten Ecken zum Trotz, ein Angriffsbündnis. Nie. Und deswegen ist das sehr wichtig. Diese 100 Milliarden sind also wichtig, um uns wieder auszustatten. Aber, und das ist der zweite Teil deiner Frage, das Mindset, wie man heute so schön sagt auf Deutsch, die Mentalität muss sich verändern, die Einstellung wieder zu dem, worüber wir reden. Wenn eine ganze Generation, und die sitzt hier, überhaupt keine bewusste Erfahrung gemacht hat mit der Bedrohung durch einen Aggressor in der europäischen Nachbarschaft, dann braucht es eine gewisse Zeit, um das klarzumachen, was das bedeutet. Also erstens überhaupt einer solchen Gefahr ausgesetzt zu sein. Der letzte Krieg, der in Europa stattgefunden hat, war in den 90er Jahren der Krieg zwischen den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken. Es war aber kein Angriffskrieg, kein Eroberungskrieg. Und der letzte Krieg davor war der, den Hitler vom Zaun gebrochen hat, durch den Überfall auf Polen. Das heißt, seit den 90er Jahren ist eine Generation herangewachsen, die überhaupt keine Erfahrung mehr gemacht hat, überhaupt mit einer Bedrohung. Und jetzt plötzlich soll die Bundeswehr aufwachsen, es soll Waffensysteme geben, wir müssen wieder abschrecken. Das ist ein echter Mentalitätswechsel. Und auch bei uns Älteren löst er ja was aus. Bei den viel Älteren, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, kommt die alte Angst wieder hoch. Bei uns, die wir sagen, wir lebten in Sicherheit, glaubten wir, erleben jetzt das Gegenteil. Das heißt, wir reden eben nicht nur über Geld, wir reden auch über Mentalitätswechsel. Und wir reden darüber, dass wir unsere Rolle im Bündnis einnehmen müssen. Die Verantwortung, wir sind, letzter Satz dazu, ich bin in Osnabrück aufgewachsen, spielt übrigens auch in der zweiten Liga wie HSV und St. Pauli, aber weiter unten in der Tabelle. Aber wir sind auch Aufsteiger. Also. Aber das nur ganz am Rande. Ich komme aus Osnabrück und Osnabrück war bis weit in die 80er Jahre hinein die größte britische Garnison außerhalb Großbritanniens. Mit über 20.000 Soldatinnen und Soldaten der britischen Armee. Plus Familien. In einer Stadt mit 160.000 Einwohnern. Ich bin in diesem Bewusstsein aufgewachsen. Das sind unsere Alliierten, unsere Verbündeten, die da sind, wenn tatsächlich der Ernstfall eintritt. Und wir waren damals die Ostflanke. Wir waren diesseits des Eisernen Vorhangs die Ostflanke der NATO. Wir wären die Ersten gewesen, über die es hereingebrochen wäre. Und heute ist das Baltikum die Ostflanke, die drei kleinen Länder. Polen, Slowakei, Ungarn, andere. Und so wie wir damals darauf vertrauen konnten und immer durften, dass die Alliierten uns zur Seite stehen würden, müssen heute die NATO-Partner an der heutigen Ostflanke die gerade genannten Länder eben sich auch verlassen können darauf, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass im Falle eines Angriffs diese Länder nicht gleich fallen, sondern dass wir helfen, sie, ihre Sicherheit und ihre Freiheit zu verteidigen. Also müssen wir auch dort uns engagieren. Das sind die Aufgaben, vor denen wir gerade stehen. Weil du eben Polen genannt hast, könnte ich auch was fragen zu der Situation nach den Wahlen, aber das mache ich nicht, weil ich will nur eine Frage und dann will ich die Möglichkeit ans Publikum geben. Ich muss übrigens die Fragestellerin und den Fragesteller erkennen, falls sich jemand wundert, wer drankommt oder nicht. Also nach dieser Frage geht's los. Im November sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir sehen, wie es jetzt in der Ukraine in den letzten, seit Februar letzten Jahres gelaufen, auch schon davor letzten Endes gelaufen ist, mit was für einem großen Einsatz die Amerikaner den Verteidigungskampf der Ukraine unterstützen. Wir sehen jetzt ganz aktuell in Israel, was für einen riesen Einfluss die Amerikaner haben. Also Munitions- und Waffenlieferungen an Israel, aber auch zwei Flugzeugträger im Mittelmeer, um, ich sag mal, bösere Kräfte davon abzuhalten, sich da auch noch einzumischen. Was machen wir eigentlich, wenn das schief geht im November bei den Präsidentschaftswahlen? Also wir sehen es ja jetzt schon im Repräsentantenhaus, dass das alles hakelig ist und nicht so ist, wie man sich das eigentlich wünscht. Aber
ich will jetzt nicht immer das Worst-Case-Szenario, darf ja nicht unser Maßstab sein für unser Handeln, aber wir müssen jetzt ja irgendwie im Hinterkopf haben, ja, was passiert. Was machen wir dann? Sind wir darauf vorbereitet? Müssen wir uns noch mehr damit auseinandersetzen, dass uns die Amerikaner vielleicht irgendwann mal nicht im Stich lassen, aber ihr Engagement einfach nur verkleinern? Also die Amerikaner werden die NATO nicht im Stich lassen und die NATO-Alliierten. Das werden auch die Republikaner nicht machen. Es gibt die Stimmen, die innenpolitischen Stimmen, die immer wieder sagen, wir dürfen dieses und jenes nicht machen und was geht uns Europa an und was geht uns die Ukraine an. Das ist aber nach meiner Wahrnehmung in der amerikanischen Öffentlichkeit und vor allen Dingen in der amerikanischen Politik nicht die Mehrheitsauffassung. Nicht mal bei den Republikanern scheint das so zu sein. Donald Trump ist derjenige, der gesagt hat, wenn ich Präsident wäre, dann wäre dieser Krieg in 24 Stunden beendet. Wie kann man sich ungefähr vorstellen? Deswegen sage ich aber, erst mal abwarten. Die Wahlen sind im November, das ist noch mehr als ein Jahr hin. In einem Jahr kann wirklich viel passieren in jederlei Hinsicht. Und dann dauert es noch mal 3 Monate, bis er ins Amt kommt. Also noch mal ein bisschen zeitlicher Aufschub oder 2 Monate. Deswegen, man muss sich mit dem Gedanken beschäftigen. Aber die Antwort darauf geben kann man erst dann, wenn man weiß, wie eine solche Entscheidung aussehen würde. Und es muss ja noch nicht mal etwas zu tun haben mit der Ukraine. Nehmen wir nur mal eine Situation, der gleiche Präsident wie jetzt wäre im Amt. Und im Indopazifik verändert sich die Lage. Extrem wichtig für uns alle, auch wenn das nicht immer alle auf dem Zettel haben können. Der Indopazifik ist für uns wichtig, weil die Freiheit der Handelswege über unseren Wohlstand und damit auch über unsere Sicherheit entscheiden. Und wenn China oder andere, wenn denen einfällt, das südchinesische Meer zuzumachen oder die Verkehrswege zu beschränken, die freie Navigation also zu behindern, hat das Auswirkungen auf alle Regionen der Welt. Und wenn die Amerikaner sagen, wir müssen uns dort mehr engagieren als ohnehin schon mit der Pazifikflotte dieser und jenem, aber wir können das nur, wenn wir gleichzeitig in Europa innerhalb der NATO etwas weniger machen. Seid uns bitte nicht böse. Also ganz kollegial und partnerschaftlich. Auch dann kämen wir ja in die Situation, als europäische NATO-Partner unseren Beitrag in dem Maße wieder doch noch zu erhöhen, indem die Amerikaner vielleicht etwas weniger machen, aus guten Gründen, die uns eben auch zugutekommen, nämlich Sicherung der freien Navigation im Indopazifik. Also man sieht, es hängt immer alles an allem. Deswegen ist es wichtig, dass wir ruhig und besonnen agieren und uns nicht verrückt machen lassen und unsere eigene, wie das im Bundeswehrdeutsch so schön heißt, unsere eigene dynamische Robustheit herstellen und vor allen Dingen resilient bleiben, im Sinne von flexibel auf Krisen reagieren können, von denen wir heute noch nicht wissen, wie sie morgen aussehen und wann sie kommen. Fragen? Die Ersten haben den großen Vorteil. Bitte sehr. Wir haben 2 Mikros im Saal. Der Herr hier in der Mitte, erste, zweite, fünfte Reihe. Vielen Dank, Herr Minister. Darf ich ganz kurz noch einmal, der Zeitrahmen ist ja sehr, sehr eng, den wir haben. Deswegen bitte ich äußerst diszipliniert zu ganz kurzen Fragen. Bitte. Herr Minister, wann erreicht die Bundesregierung endlich das 2%-Budgetziel der NATO? Das ist einfach eine kurze zu beantworten. Frage. Danke, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage, sie ist nicht bestellt. Wir erreichen es im nächsten Jahr. Wir liegen in der Summe bei 71 Milliarden Euro, bestehend aus Einzelplan 14, also meinem Haushaltsplan und dem Sondervermögen. Hinzu kommen die Anteile der verteidigungsrelevanten Ausgaben, die in anderen Ressorts gebucht werden. Das ist NATO-Standard, das ist nichts Besonderes. Damit kommen wir auf diesen Betrag. Das ist übrigens auch so angelegt im Errichtungsgesetz zum Sondervermögen. Da steht drin, von 22 wohlgemerkt, also vor meiner Zeit, dass das 2%-Ziel erreicht wird im Durchschnitt der Jahre bis 27, 28 durch Hinzuziehung des Sondervermögens und des Einzelplans 14. Die Herausforderung beginnt ab 27, 28. Dann wird das Sondervermögen ausgegeben sein. Nur mal für alle, die darüber Protokoll führen. Wir werden bis Ende des Jahres 66% des Sondervermögens bereits in Verträgen gebunden haben. Das ist echt viel in der kurzen Zeit. Aber trotzdem wird es, oder gerade deswegen wird es eben 27, spätestens 28 ausgegeben sein. Und dann bis dahin braucht es entsprechende haushaltspolitische Entscheidungen, wie die 2% abgebildet werden. Und 2% bedeutet dann eben summa summarum rund 20 Milliarden mehr als heute im Einzelplan 14 stehen. Und die müssen irgendwo herkommen. Bitte hier, die dritte Reihe in Weiß, bitte.
Inwieweit kann man sagen, dass die deutsche Truppe immer noch ein Problem mit Rechtsextremismus hat und was kann man spezifisch dagegen tun, um das eben zu bekämpfen, vor allem auch um das Vertrauen in der Gesellschaft wiederherzustellen? Ich habe das Thema Rechtsextremismus begleitet mich seit vielen, vielen Jahren. Nicht zuletzt als niedersächsischer Innenminister war das für mich ganz, ganz vorne auf der Agenda. Und zwar nicht reaktiv, sondern präventiv. Wir haben in der Bundeswehr etwa 280.000 Beschäftigte in der Truppe, davon uniformiert 180.000. Ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber im letzten Jahr waren es, glaube ich, 1.000 bekannt gewordene Fälle. In diesem Jahr oder im vorletzten Jahr, im letzten Jahr waren es um die 900. Wir haben sehr, ich bin gerade dabei, sehr viel dafür zu tun, dass sich das Meldeverhalten verändert. Damit wir deutlich machen, jeder Fall, der gedeckt wird aus falsch verstandener Kameradschaft, schadet letztlich dem Ansehen der Truppe und dem, was der Auftrag ist. Das ist bei, ich könnte jetzt eine Prozentzahl sagen, bei der überwältigenden Mehrheit der Truppe auch völlig unbestritten. Die Truppe steht auf dem Boden des Grundgesetzes. Aber bei 280.000 Beschäftigten, das ist eine Großstadt wie Braunschweig, können Sie nicht ausschließen, dass ein Anteil X der Beschäftigten Gedankengut verfolgt, was auch in anderen Teilen der Gesellschaft anzutreffen ist. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Wir haben jetzt gerade auf den Weg gebracht einen neuen Entlassungstatbestand. Wir können leichter entlassen, wenn jemand beispielsweise wegen Volksverhetzung auffällt. Und wir ändern die Möglichkeiten zur Entlassung aus dem Dienst wegen entsprechender Vorverurteilung, um deutlich zu machen, dass wir es nicht dulden, dass jemand, oder andersrum gesagt, wir machen es wie im Beamtenrecht jetzt, dass wir sagen, wir entscheiden, ob jemand entlassen wird und dann überprüft ein Gericht. Heute ist es ja so, die Disziplinarrechtler unter Ihnen werden das wissen, man muss zum Gericht gehen, um eine Entlassung zu bewirken und dann kann man sich dagegen rechtlich auseinandersetzen. Das drehen wir um, ohne dass deswegen die Beweislast wegfällt. Aber wir entscheiden und dann kann derjenige vor Gericht gehen, da wir es mit Waffenträgern zu tun haben, aber ohne aufschiebende Wirkung. Auch das ein klares Signal. Vom linken Flügel, in Anführungszeichen, bitte. Gleich kommt der rechte Flügel. Wie stehen Sie zu den Aussagen des UN-Generalsekretärs Guterres, dass von wegen der erdrückenden Besatzung des israelischen gegen die Palästinenser und vor allem zu der Tendenz, diese Aussage als Rechtfertigung hinzustellen? Also ich kann das in aller Deutlichkeit nur sagen, was ich seit Beginn diesem Terrorangriff vom 7. Oktober regelmäßig gesagt habe. In der Geschichte dieses Konflikts ist wahnsinnig viel passiert auf beiden Seiten. Aber das, was am 7. Oktober passiert ist, hat eine komplett andere Qualität. Wir reden hier nicht von einem militärischen Angriff, wir reden hier nicht von einem Raketenangriff, bei dem auch ein paar Zivilisten ums Leben gekommen sind. Wir reden hier über einen terroristischen Angriff auf Zivilisten. Auf Zivilisten, nichts anderes. Ich habe Bilder gesehen und Videos, meine Damen und Herren, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Bilder von einer nicht vorstellbaren Brutalität, Grausamkeit, Verstümmelung, abgehackte Gliesmaßen, zerschmetterte Schädel und das alles gezielt gegen Zivilisten. Und wenn wir über Zivilisten reden, dann reden wir über Säuglinge, Mädchen, junge Frauen, junge Männer, aller Altersgruppen. Ich habe so etwas überhaupt noch nicht gesehen. Und wer immer versucht, das zu relativieren oder in einen Kontext zu stellen, dem fehlt der notwendige Anstand. Sorry, wenn ich das so sage. Und das hat auch Guterres, glaube ich, nicht gesagt und auch nicht gemeint. Ich bin nicht sein Anwalt. Aber er hat gesagt, das ist nicht aus dem Vakuum gekommen. Was immer der mir hat sagen wollen, eine Rechtfertigung sollte es nicht gewesen sein und war es hoffentlich nicht. Denn es gibt für solche Verbrechen keine Rechtfertigung. Danke für diese erneute Klarstellung. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist dieser Tage. Gibt es weiter? Nur, ich will den rechten Flügel dran nehmen. Es melden sich nur Männer auf dem rechten Flügel. Ist das politisch? Nein, bitte hier vorne. Da, nein, ich nehme sofort die Frau dran. Sie sind sofort wieder raus.
Also angesichts der Tatsache, dass es sich beim Sondervermögen vor allem um neue Schulden handelt, wie möchten Sie sicherstellen, dass in Zukunft eine nachhaltige Finanzierung der Bundeswehr sichergestellt wird, die nicht auf Kosten der neuen Generation stattfindet, beziehungsweise an welchen anderen Stellen kann zugunsten der Bundeswehr eingespart werden? Tja, ich habe mit Haushalt nichts zu tun, das kannst du beantworten. Ich habe mit Haushalt auch nichts zu tun, nein. Die Frage ist deshalb tricky, weil Sie in einem Nebensatz gesagt haben, ohne die nächsten Generationen zu belasten. Wir reden ja über die Sicherheit der Zukunft. Also ist es auch die Sicherheit der nächsten Generation. Was wir jetzt machen oder nicht machen, entscheidet darüber, wie sicher Ihre Generation oder die Ihrer Kinder womöglich leben wird in Deutschland und Europa. Von daher ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel für einen möglichen Generationenkonflikt, was Schulden und Finanzierung angeht. Aber nichtsdestotrotz, das wird die große Herausforderung sein. Und ja, wir haben allein in diesem Jahr im Bundeshaushalt 16 Milliarden Euro einsparen müssen. Einsparen müssen. Das heißt, weniger ausgeben als im Jahr davor. Der Verteidigungsetat ist der einzige, der aufgewachsen ist. Nur allerdings um 1,7 Milliarden. Bei einem Haushalt von etwas über 50 Milliarden ist das nicht viel, aber ich bin trotzdem der Einzige. Warum rettet mich das ein Stück weit? Weil damit die Tariferhöhungen ausgeglichen werden, die ich jedem Arbeitnehmer gönne, sehr sogar, als Sozialdemokrat allemal. Wo man aber berücksichtigen muss, dass 52% des Personals des Bundes bei mir sind. Und deswegen war es richtig, das zu machen, gibt mir aber nicht einen Cent mehr Luft für Betrieb oder Beschaffung. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Sondervermögen entsprechend ausgeben können. Aber ab 27, 28 müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir es finanzieren. Steuererhöhung sagen die einen, die anderen sagen Umverteilung, die anderen sagen Wegfall mit bestimmten Privilegien, die Geld kosten, also Steuervergünstigungen. Andere sprechen über die dänische Lösung, einen Feiertag wegfallen zu lassen. Worüber wir uns alle gemeinsam, glaube ich, im Klaren sein müssen, ist, wir reden über die Zeitenwende. Das ist ein plakativer Begriff, der jetzt überall benutzt wird und auch gekapert wird. Aber es ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, mehr als die Frage von Geld. Es ist die Frage, wie ticken wir in der Frage unserer eigenen Sicherheit angesichts einer Bedrohung, von der wir nicht wissen, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln. Und ich will nur mal darauf hinweisen, ging heute durch die Medien, die russische Duma hat gerade eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 68% beschlossen. Ja, wie immer die das finanzieren, wo immer das hinführt, das sind aber Signale, die wir ernst nehmen müssen. Also reden wir über eine echte Herausforderung, auch für Generationen. Jetzt sind Sie dran. Welche Menschen wünschen Sie sich bei der Bundeswehr, Herr Minister? Also ich kenne noch nicht alle, wie Sie sich wahrscheinlich denken können. Aber die ich kennengelernt habe, vom freiwillig Wehrdienstleistenden bis zum General oder bis zu den Leuten, die jetzt an der Führungsakademie gerade sind, so wie es überall Ausnahmen gibt, die Regel ist, ich wünsche mir keine anderen. Weil ich war wirklich überrascht davon. Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder mit der Bundeswehr zu tun, aber nie intern, als Minister in Niedersachsen, klar. Und wenn ich das vergleiche mit der Bundeswehr von vor 40 Jahren, als ich Wehrdienstleistender war, eine komplett andere Nummer. Hochkompetent, top ausgebildet, mit wahnsinnig klarem Kompass, was Werte angeht, was Verantwortung angeht, was Führung angeht. Gleichzeitig unglaublich teamfähig. Also ich habe wirklich einen durch die Bank, wie gesagt, einzelne Ausnahmen mag es immer geben, wo gibt es das nicht, einen durch die Bank wirklich exzellenten Eindruck von der Bundeswehr. Was ich mir wünsche, ist mehr Frauen. Wir haben einen wahnsinnig niedrigen Anteil bei den Frauen. Im militärischen Bereich sind es irgendwie 8% im uniformierten Bereich, aber auch nur deshalb, weil es im Sanitätsbereich der Bundeswehr über 20 sind. Sonst wäre der Anteil noch niedriger. Ich wünsche mir dringend mehr Frauen bei der Bundeswehr. Ich wünsche mir Frauen, die Fragen stellen. Hinten in der Mitte, ja, Sie. Ja, oh. Stehen Sie mal auf, bitte. Danke, Sie meine ich, genau. Dann da, danach. Herr Minister, wie würden Sie die Notwendigkeit der Wiedereinführung der Wehrpflicht beurteilen? Ach, die Wehrpflicht.
wollen wir dazu eine gesonderte Veranstaltung machen, weil mich würde dazu Ihre Meinung eigentlich viel mehr interessieren, als meine von Belang ist. Ich habe meinen Wehrdienst geleistet und zwar auch aus Überzeugung. Ich habe jeden respektiert und auch bewundert, der Zivildienst gemacht hat, weil es teilweise härter war. Ich habe mich trotzdem bewusst für Wehrdienst entschieden. Und ich habe 2012 war es, als sie ausgesetzt wurde, 12, ne, glaube ich, als sie ausgesetzt wurde, habe ich sofort gesagt, auch öffentlich, das ist ein Fehler. Weil sie nämlich die Verbindung war zwischen der Zivilgesellschaft und der Bundeswehr, einer Parlamentsarmee mit Staatsbürgern in Uniform. Zu der Zeit, als ich Wehrpflicht leistete, saß an jedem zweiten Küchentisch am Wochenende ein junger Mann, aus der Bundeswehr kam, der berichtete, was dort an Blödsinn, an Sinnlosem, aber auch an Gutem passierte. Es gab eine Verbindung, die bricht ab, wenn es keine Wehrpflichtigen mehr gibt. Und wir erleben jetzt in dieser Situation in der Ukraine und auch in Israel übrigens, was es bedeutet, eine schnell aktivierbare Reserve zu haben. Eine Armee, die keine Reserve hat, ist schnell im Zweifel am Ende ihrer Möglichkeiten. Und vor allen Dingen dann, wenn es sich womöglich um eine Reserve handelt, die mal eben so aus den kalten Hosen kommt, aber eine Reserve, die wirklich ausgebildet ist, die in Reserveübungen, so wie in Israel, so wie in der Ukraine, immer regelmäßig wieder trainiert wird, in größeren Abständen, je nach Alter, ist, wenn man so will, ein echt verstärktes Rückgrat im Ernstfall. Das Problem ist, sie ist abgeschafft, die Strukturen dafür gibt es nicht mehr. Wir haben viele Kasernen weggegeben, wir haben die Ausbilder nicht mehr in dem Maße. Das heißt, wir würden erstens ein riesen neues Problem schaffen, was finanziert und organisiert werden will. Und zweitens, wir müssten ja sofort die Frage klären, was machen wir mit den Frauen? Bislang steht die Wehrpflicht nur für Männer im Grundgesetz. Die Wehrpflicht ist nicht abgeschafft, sie ist ausgesetzt. Wenn man sie wieder einsetzen würde, würde sie nur für Männer gelten. Ist das noch zeitgemäß? Dann käme man sofort in die Diskussion über Frauen als Wehrpflichtige. Das würde bedeuten Grundgesetzänderung. Und Grundgesetzänderung würde A bedeuten zwei Drittel Mehrheit und sofort die Diskussion, wollen wir dann nicht lieber eine allgemeine Dienstpflicht machen? So, und da sehen Sie schon, so einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten. Und ich sage als jemand, der über 60 ist, diese Diskussion würde ich gerne mit den Generationen führen, die Sie betreffen, diese Fragen, weil das sind am Ende diejenigen, die es tragen müssen. Ich nicht mehr. Und deswegen müssen wir darüber eine offene, ehrliche Diskussion führen und sehen, wo sie uns hinführt. Im Augenblick ist es keine Option, weil die Strukturen nicht da sind. Jetzt mache ich doch einmal die haushalterische Bemerkung. Es ist abgeschafft worden, nur wegen des Geldes. Das war ein Sparvorschlag in einer Kabinettsrunde. Da stand keine strategische Überlegung oder sonst was hinter. Das darf uns so nicht nochmal passieren, egal in welche Richtung. So, jetzt bitte hier vorne. Genau. Ich wollte fragen, die Aufrüstung, ist das jetzt eine Übergangslösung, eine Notlösung speziell im Kontext der Russland-Krise, der Israel-Krise? Oder ist dieser Grundgedanke der Abrüstung als Ziel, als ultimatives Ziel einer friedlichen Welt, wie sie schon in den 1920er Jahren in der League of Nations aufgenommen wurde, endgültig überholt? Endgültig ist in dieser Welt Gott sei Dank nichts oder leider, je nachdem, worüber wir reden. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben 30 Jahre in dem Glauben gelebt, wir können uns in Europa zurücklehnen, wir leben in Frieden, wir brauchen keine Bundeswehr, die abschrecken muss. Das war so, 30 Jahre lang, ist jetzt aber vorbei. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange diese Phase anhält. Was ich aber weiß ist, wenn ich sehe, wie Russland aufrüstet, wie lange Russland theoretisch brauchen würde, um wieder in einem Zustand zu sein und so weiter und so weiter, dann ist mir völlig klar, dass es nur zwei Wege gibt. Entweder ich sage, wir machen uns so schnell wie möglich wieder voll verteidigungsfähig, mit all den Folgen, die das hat für den Haushalt, für das Thema Aufrüstung, für das Thema Entfernung von Abrüstung, oder wir machen nichts. Halbherzig geht nicht. Und ich bin der Auffassung, wir müssen es richtig machen, weil wir nicht wissen, wie sich die andere Seite verhält. Und die Erfahrung der Geschichte lehrt, nur derjenige wird im Zweifel nicht angegriffen, der dem anderen glaubhaft vermitteln kann, ich kann mich verteidigen und ich werde mich verteidigen. Das ist eine Lehre aus der Geschichte, so bitter wie sie sein mag. Wir müssen das wieder reaktivieren, wir müssen das wieder rausholen. Ich sage auch, ich würde lieber in einer Welt leben, in der es keine Verteidigungsminister bräuchte. Dann würde ich was anderes machen. Aber die Welt ist leider nicht so.
Noch einmal ganz darin am Gang, ja. Danke. Vielen Dank. Mich würde interessieren, also Herr Erdogan und die Türkei haben den NATO-Beitritt Finnlands lange blockiert und Schwedens. Jetzt hat Erdogan gesagt, die Hamas sind Freiheitskämpfer. Kann man sinnvollerweise eine Militärallianz mit jemandem führen, der so etwas sagt? Also, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Sollte ich immer, danke. Hat hier vorne gerade jemand gesagt. Ich hoffe, das war keine Ermahnung. Meistens passe ich auf. Ich glaube, wir sind alle gut darin beraten, zu sagen, wir messen die Leute und die Staaten und ihre Regierungschefs nicht an dem, was sie sagen, sondern an dem, was sie tun. Und wir hören gerade sehr viel in den letzten Jahren von Viktor Orban das eine, vom bisherigen polnischen Regierungschef das andere. Wir hören außerhalb der NATO und außerhalb der Europäischen Union dieses und jenes. Wenn ich das alles auf die Goldwaage und zum Maßstab oder zum Parameter machen würde, wie wir unsere Politik machen, dann wäre das so ein Schlingerkurs. Deswegen würde ich sagen, Worte sind das eine, Taten das andere. Der schwedische NATO-Beitritt rückt jetzt endlich in greifbare Nähe. Das ist für mich der Maßstab. Das sichert nämlich den Ostseeraum erheblich und verändert die Fähigkeiten der NATO erheblich. Und ich höre, ich teile die Äußerung von Erdogan nicht die Bohne, sondern ich finde sie furchtbar. Aber was soll ich machen? Also, wenn wir hören, was Guterres gesagt hat, was man alles erklären kann, wie emotional israelische Politiker reagiert haben, mit Begriffen, die ich mir auch nicht zu eigen machen würde. Aber bitteschön, das eine sind Worte und das andere sind Taten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig sehe. In der Mitte hier. Stehen Sie mal auf, bitte, wenn Sie sich angezeigt fühlen, auch draufgezeigt fühlen. Ja, bitte. Sie sagen, dass wir uns schützen müssen und auch für unsere osteuropäischen Partner da sein sollen. Wir haben dort viele Demokratien und ich frage mich, wieso wir sie nicht durch Atomwaffen schützen könnten oder halten Sie den Schutz durch Atomwaffen für nicht mehr authentisch? Also erstens haben wir Abschreckung durch Atomwaffen, nämlich namentlich der Amerikaner. Zweitens glaube ich nicht, dass die Welt noch wesentlich sicherer wird, wenn wir noch mehr Atomwaffen haben. Stehen Sie mal auf, bitte. Stehen Sie mal auf, bitte. Das macht jetzt für alle, genau. Sie haben davon gesprochen, dass mehr Frauen der Bundeswehr beitreten sollen. Mich würde mal interessieren, was tut denn eigentlich die Bundeswehr aktiv gegen Sexismus? Oh, könnte ich jetzt weit ausholen, lasse ich aber. Wir haben erst kürzlich einen sehr, sehr modernen, richtungsweisenden Erlass rausgegeben zum Umgang mit Vorwürfen im Zusammenhang mit Sexismus. Es darf dafür keinen Raum geben. Es muss völlig klar sein, jeder Mensch in der Bundeswehr, egal ob Mann oder Frau, homosexuell, heterosexuell, was auch immer, muss sich jederzeit in dieser Truppe sicher fühlen. Vor Übergriffen gleich welcher Art. Das ist die Maxime. Und das heißt, wir gehen da auch ganz konsequent damit um, klären auf, machen Prävention, aber schaffen auch Ansprechpartner. Und da, wo die Dinge dann auf dem Tisch liegen, gehen wir ihnen konsequent nach. Hier vorne bitte. Warten Sie noch aufs Mikrofon. Deswegen hatte ich hinten gesucht, weil ich die nicht so... Ich kann auch darum sprechen. Ja, machen wir es so. Herr Minister, ich möchte mich erst einmal bedanken für die Arbeit Ihrer Truppe. Mein Schwiegersohn ist selber bei der Bundeswehr und bildet dort die Truppe mit aus. Ich bin also mit Ihrer Truppe einverstanden. Nur mit Ihnen bin ich so manches Mal nicht einverstanden. Und zwar, wenn Sie in der Presse schreiben, wie unsere Aufrüstung stattfindet. Das müsste ich etwas negativer schreiben. Denn Sie kennen das Ausland und man weiß nicht, was auf uns noch einmal zukommt. Also nicht so viel über die Ausrüstung in der Presse schreiben oder nur in einem gewissen Teil und nicht zu tief ins Detail gehen. Das ist fürs Ausland nicht so gut. Also verstehe ich, was Sie meinen, aber ich schreibe ja gar nichts. Sie nicht, aber Sie was glauben Sie denn, was, wenn die Journalisten oder die Parlamentarier mich fragen? Also erstens können Sie ablesen, was wir kaufen.
Trotzdem wissen, weiß nicht jeder über alles Bescheid, was wir haben. Ich mache auch keine Details in der Presse öffentlich. Wir sprechen über Panzer, wir sprechen über Haubitzen. Ja, aber das hat jeder. Das ist überhaupt nichts Spektakuläres. Über alles, was fein ziselierter, detaillierter ist, redet niemand. Deswegen sind bestimmte Projekte auch im Bundestag nicht in öffentlicher Sitzung oder in den Ausschüssen, sondern eben in vertraulicher Sitzung. Und das ist auch gut so. Und trotzdem gibt es ein Interesse und ein Recht der Öffentlichkeit, darauf zu erfahren, wofür Steuergelder ausgegeben werden, ohne dass wir im Detail über die Fähigkeiten sprechen, die wir dann haben. Wieder linker Flügel. Stehen Sie mal auf, bitte. Ja, genau. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Minister, mich interessiert Folgendes. Wieso tut sich Deutschland beispielsweise nicht in internationalen Organisationen oder mit anderen Ländern zusammen, um bereits andauernde Konflikte zu lösen? Also die Konflikte, über die wir heute gesprochen haben, sind ja nicht erst gestern entstanden. Die gibt es schon teilweise jahrzehntelang. Und ich habe das Gefühl, wir versuchen immer nur, die Folgen aus diesen Konflikten zu lösen. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht diese Ursachen bekämpfen. Vielleicht könnten Sie dazu was sagen. Ja, die Frage hat eine Hypothese zugrunde liegen, die ich nicht teile. Der Nahostkonflikt in der Tat, den gibt es seit der Existenz des Staates Israels, weil bestimmte Fragen nicht ausreichend beantwortet wurden und werden. Deutschland hat da immer versucht, eine Rolle zu spielen, aber gleichzeitig sind wir ganz klar an der Seite Israels aufgrund unserer besonderen Verantwortung. Da beißt die Maus den Faden nicht ab, wie man so schön sagt. Das nimmt uns gleichzeitig natürlich ein Stück weit Vermittlungsmöglichkeiten an anderer Stelle, aber das ist dann so auch in Kauf zu nehmen. Dafür gibt es dann andere Länder, die in diese Lücke stoßen können. Der Konflikt Ukraine-Russland ist einer, der seit 2014 auf der Agenda steht mit der Annexion der Krim. Darauf hat Deutschland und die NATO reagiert, indem nämlich überall die Truppenstärken aufgewachsen sind. Das Baltikum wurde gestärkt und anderes mehr. Und andere Regionen der Welt, die sind gerade nicht so im Fokus, oder doch, es kommt immer darauf an, wo man hinguckt, aber die Sahelzone zum Beispiel. Wir sind in Mali gewesen mit einer UN-Mission, wir ziehen uns jetzt zurück. Warum? Weil die Malis uns rausschmeißen. Nicht uns, sondern die Mission. Sie beenden die Mission zum 31.12. Wir sind reingegangen auf Wunsch der Malier, weil wir gesagt haben, wir unterstützen euch beim Kampf gegen den Terrorismus und gegen Umstürzer und anderes. In Niger waren wir. Niger galt bis vor einem halben Jahr als sicherer Stabilitätsanker in der Region. Ein Putsch und plötzlich ist unser Engagement dort in Gefahr. Wir haben uns engagiert, um die Sicherheitskräfte zu stärken, die Regierungen zu stärken im Kampf gegen den Terrorismus, gegen Korruption vorzugehen. Wir sind in so vielen Ländern auf der Welt unterwegs, selbst mit unserer kleinen Bundeswehr, dass wir überall, wie man so schön sagt, einen Footprint haben. Das Auswärtige Amt engagiert sich. Das BMZ von Svenja Schulze gibt wahnsinnig viel Geld aus für gute Projekte in aller Welt. Zur Vermeidung von Konflikten, zur Begegnung von Krisen, die absehbar sind. Aber wir können nicht lenken, was in diesen Ländern passiert. Wir können versuchen, Einfluss zu nehmen. Und mir ist wichtig, dass wir auch in Zukunft alles dran setzen, in diesen Ländern präsent zu sein. Auch dann, wenn es mal schwierig wird in dem Verhältnis, einfach um den Kontakt zu halten, dann, wenn sich jemand abwendet wieder von denen, mit denen wir auch nichts zu tun haben wollen, sei es Wagner oder wer auch immer. Aber dass wir immer in Kontakt bleiben und immer sagen, wir haben ein Interesse an der Stabilisierung dieser Region, in deren Interesse, aber auch in unserem eigenen. Also wir sind viel auf der Welt unterwegs, aber wir können auch von Deutschland aus oder von Europa aus nicht alle Konfliktherde dieser Welt lenken. Hier vorne, Sie hatten sich auch gemeldet. Dankeschön. Wie soll nach dem angestrebten Sieg der Ukraine mit Rückeroberung des Donbass und der Krim und dem NATO-Beitritt der Ukraine eventuell eine neue Sicherheitsarchitektur und ein Gleichgewicht der Kräfte aussehen, die einen Atomkrieg unwahrscheinlich machen, beziehungsweise welche Denkansätze gibt es dazu? Jede Menge. Der erste ist, die NATO ist sich einig, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt. Es bedarf dazu noch einer förmlichen Beschlusslage nach dem Krieg. Während des Krieges ist logischerweise ein Beitritt ausgeschlossen, weil es ja quasi unmittelbar den Bündnisfall auslösen würde. Gleichzeitig muss es darum gehen, die Ukraine zu ertüchtigen. Die Ukraine hat 40 Millionen, 42 Millionen Einwohner. Sie haben heute eine der schlagkräftigsten konventionellen Armeen auf dem Kontinent. Nicht die. Und es wird darum gehen, nach dem Krieg, wir hoffen alle, dass die Ukraine den gewinnt und werden alles dafür tun, dass dann danach eben auch durch eine Annäherung dann den Beitritt in die NATO
und eine Stärkung der Streitkräfte über die sogenannten Capability Coalitions. Das heißt, jedes NATO-Land übernimmt quasi eine Patenschaft für den Aufbau einer bestimmten militärischen Fähigkeit in den ukrainischen Streitkräften, dass dann eine derartige Sicherheit hergestellt ist, dass niemand mehr wagt, diese Grenze zu überschreiten. Kollektive Abschreckung. Da hinten bitte, aber ich schicke dich wieder darauf, es tut mir leid. Ja, bitte, jetzt habe ich aber schon einmal Ja gesagt. Nein, ganz hinten, genau, stehen Sie mal auf bitte, im Weißen, genau. Tun Sie wirklich alles für den Sieg der Ukraine? Also wir sind, das mit dem alles macht mich immer so stutzig. Wir sind mit Abstand inzwischen der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine. Nach den USA, mit weitem Abstand in Europa vorne liegend. Und zwar mit Hochwertmaterial. Das können Sie jetzt einordnen, wie Sie wollen, aber mit Hochwertmaterial. Unsere Patriot-Systeme, unsere IRST-Systeme retten jede Nacht und jeden Tag Leben in der Ukraine, indem wir die Städte zu schützen helfen, die Infrastruktur zu schützen helfen, indem wir dafür Sorge tragen, dass Heizung und Wasserversorgung funktioniert jetzt auch wieder im Winter. Wir haben Panzer geliefert. Wir haben Marder-Panzer geliefert. Ganze Bataillone bestehen aus deutschem Material bis hin zu entsprechenden Waffensystemen. Wir können jeden Morgen in den Spiegel gucken und sagen, wir tun alles, was wir für vertretbar halten und was wir können für diesen Sieg der Ukraine, aber wir werden es nicht alleine hinkriegen. Auch alle anderen müssen weiter mitziehen. Jetzt kommt da hinten bitte. Dieses rechte und linke Flügel ist geografisch, nicht politisch, ist allen klar, nicht? Also nochmal der Ordnung halber. Bitte. Sie haben das vorhin so schön formuliert, unsere kleine Bundeswehr. Inwiefern sehen Sie auch Chancen vielleicht hinsichtlich nicht nur einer nationalen Zusammenarbeit oder nationalen Bemühungen, sondern auch vielleicht einer europäischen Bemühung, gerade wenn es um Infrastruktur geht, vielleicht auch die Kompatibilität von verschiedenen Waffensystemen. Welche Chancen sehen Sie da? Natürlich im Rahmen des gesetzlich Möglichen, das ist ja gerade begrenzt, aber welche Chancen sehen Sie da? Sehr gute. Also ich bin mein Freund und Kollege Sébastien Lecornu, Verteidigungsminister Frankreichs aus der Normandie, ein Gaullist, ein überzeugter Europäer, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Ja, obwohl er Gaullist ist oder weil, wie Sie wollen. Und es ist eine sehr gute Zusammenarbeit, weil wir beide sagen, wenn Deutschland und Frankreich ihre Achse auch in diesem Feld nicht wiederbeleben, fehlt gewissermaßen die Dynamik ein Stück weit. Und was wir gerade im Krieg erleben, den Abwehrkrieg, den die Ukraine gerade führt, ist, es braucht Kompatibilität von Systemen. In den letzten 30 Jahren hat jeder irgendwas gemacht. Wenn Sie alleine sehen, wie viele verschiedene Arten der inzwischen von allen jeden Tag im Mund geführten 155 mm Munition es gibt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Teilweise nicht mal aus den gleichen Geschützen abfeuerbar. So, das ist passiert, sage ich jetzt mal. Davon müssen wir aber wegkommen. Wir brauchen mehr kompatible Systeme. Wir haben jetzt gerade mit den Norwegern einen Deal gemacht über U-Boote. Und zwar U-Boote, die wechselseitig einsetzbar sind, sogar die Teams theoretisch einfach wechseln könnten auf das andere U-Boot und gemeinsam üben können. Das ist die Zukunft von Streitkräften in Europa. Ich sage bewusst Streitkräften in Europa und nicht europäischen Streitkräften, weil die sind in der Tat noch ein Stück weit weg. Aber Interoperabilität und Austauschbarkeit der Systeme werden von zentraler Bedeutung sein, genauso wie in bestimmten Bereichen europäische Rüstungskooperationen. Wir dürfen uns auf Dauer, jetzt im Augenblick müssen wir das in bestimmten Bereichen in Kauf nehmen, nicht abhängig machen von Rüstungsindustrien anderer Kontinente. Wir müssen auch eigene Entwicklungs- und Innovationspotenziale weiter behalten und neu ausbauen. Letzte Runde in der Mitte. So, da hinten in der Mitte, den nehme ich. Herr Minister, man liest ja immer viel über Beschaffungsprobleme von Panzern, Kampfjets etc. Ich habe neulich einen Bericht gelesen über welche Schritte ein General oder Leutnant eigentlich durchlaufen möchte, wenn er für seine Truppe neue Kugelschreiber bestellen möchte. Und deswegen meine Frage, welche Rolle bei dem Problem der Bundeswehr spielt das ehemalige Beschaffungsamt, heute glaube ich das Bundesamt für Ausrüstung, und welche Probleme zur Verschlankung dieses gewaltigen Verwaltungsapparates gibt es? Die Fragen widersprechen sich. Sorry, wenn ich das so sage. Wenn ich den Apparat verschlanke, muss ich wissen, wo ich hin will. Alleine nur Personal abzubauen, das ist ja meistens mit Verschlankung gemeint, löse ich ja noch kein Problem. Im Bein-BW, also in diesem Bundesamt, von dem Sie sprechen, arbeiten bundesweit 10.000 Menschen.
Das ist immer eine Zahl, die mich auch selber immer noch wieder überrascht. Und das sind wahnsinnig komplexe Prozesse, über die wir da reden. Also ein Panzer, selbst wenn es einer ist, der schon auf dem Markt ist, den kaufen Sie nicht mal eben in 3 Wochen. Munition, Lenkmunition, intelligente Munition, das sind komplizierte Ausschreibungsprozesse. Eine Fregatte, egal ob 123, 125 oder 127, die kauft man nicht aus dem Baumarkt. Das heißt, die Prozesse sind echt komplex, brauchen also viel Zeit, viel Kompetenz und eben auch viel Personal. Ihr Beispiel aber, was Sie am Anfang gesagt haben, ist eines, was mir am Anfang auch gleich begegnet ist. Die Kommandeure der Bundeswehr haben eine sogenannte Handgeldkasse. Damit können sie bestimmte Dinge beschaffen, die man vor Ort so braucht. Das war ganz toll. Allerdings gab es eine Liste, auf der x Punkte standen, ich glaube 3 Dutzend Punkte standen, mit Dingen, die man nicht aus diesem Geld beschaffen darf. Mit der Folge, dass man eigentlich gar nichts mehr damit beschaffen durfte. Jedenfalls nichts, was noch irgendwie eine Bedeutung hätte. Mein Lieblingsbeispiel, oft in der Presse zitiert, ein Kommandeur wollte mal, weil er 4 junge Soldatinnen in seiner Einheit hatte, die schwanger waren und die jetzt ihre Kinder gekriegt hatten, zur Unterstützung Milchfläschchen und sowas kaufen. Der hätte einfach in den nächstgelegenen Drogeriemarkt gehen können und das kaufen können von seinem Handgeld, durfte er aber nicht. Warum? Weil ein Beschaffungsprozess ausgelöst werden musste, damit in der Bundeswehr alle Soldatinnen, die ein Kind kriegen, mit den gleichen Flaschen nach den gleichen Standards ausgerüstet sind. Das haben wir geändert. Sehr schnell. Inzwischen gibt es nur noch eine sehr kurze Negativliste, da stehen dann drauf Waffen, IT und sowas. Das ist aber verständlich. Und ansonsten können die jetzt damit wirklich das machen, wofür es da ist vor Ort. Ein anderes Beispiel bewegt sich im Personal. Sie können heute nicht regional einstellen bei der Bundeswehr. Das heißt, wenn ein Regimentskommandeur in Oberbayern oder hier in der Nähe von Hamburg sagt, ich habe einen Tag der offenen Tür gehabt, da war eine junge Frau und ein junger Mann, die wollen zur Bundeswehr, aber die wollen nicht nach Thüringen oder nach Bayern. Die wollen hier bei der Bundeswehr was machen. In dieser Einheit habe ich keine Chance. Und dann wird ihm angeboten von der Bundesbehörde eine Stelle in Oberammergau. Eine schöne Gegend, aber wenn ich da nicht hin will, nützt mir das nichts. Also auch da geht es um mehr Verantwortung, dezentralisieren. Und da sind wir gerade auch dabei. Ich gucke auf die Uhr. Ja. Einen machen wir noch. Last order, hier vorne bitte. Ja, hier sitzen ganz viele talentierte und sympathische Menschen. Das Problem ist nur, dass die ganzen halt angehende Juristen sind oder schon Juristen sind, aber keine Soldaten. Wie können wir dafür sorgen, dass die Bundeswehr attraktiver wird? Und was können wir vielleicht auch tun dafür? Es kommt ja immer darauf an, was man vom Leben erwartet. Und es kommt immer darauf an, wie man an seine eigene Lebensplanung geht. Wobei in dem Wort Lebensplanung steckt schon ein Paradoxon. Man kann ein Leben nicht planen. Ich habe das sehr früh in meinem Leben lernen müssen, aufgrund von Krankheit in der Familie. Man kann sein Leben nicht planen. Wenn man das aber nicht kann, dann sollte man danach gucken, was einem besonders liegt und worauf man Wert legt. Das kann sich übrigens auch im Leben, im Laufe eines Lebens verändern. Aber ich sage mal, wer heute zur Bundeswehr geht, der übernimmt Verantwortung für dieses Land in einem ganz besonderen Bereich, nämlich die Sicherheit und die Freiheit zu verteidigen, dann wenn es drauf ankommt. Und damit auch bereit zu sein, gegebenenfalls seine Gesundheit oder sogar sein Leben zu riskieren. Das ist, wenn man so will, eine echte, sinnstiftende Aufgabe. Eine fürs Gemeinwohl. Eine harte, wenn es drauf ankommt, aber eine sinnstiftende. Es gibt kaum einen Bereich, in dem die Verlässlichkeit untereinander, das heißt darauf vertrauen, mein Kamerad, meine Kameradin weiß genau, was er an der Stelle tut, an der er gerade ist, damit ich tun kann, was ich an meiner Stelle tun kann und wir gemeinsam lebend rauskommen. Das sind sehr, sehr wichtige und gleichzeitig, und das ist dann besonders interessant für alle diejenigen, die daran noch nicht denken mögen, es gibt keinen Arbeitgeber in Deutschland, der mehr als 1000 Ausbildungsberufe anbietet wie die Bundeswehr. Sie können bei uns alles werden. Das heißt, es ist wirklich attraktiv und interessant, und dafür zu werben, das ist, betrachte ich als meine Aufgabe in den nächsten Jahren. Vielen Dank. Punktlandung. Eine nur fürs Protokoll. Ich sitze hier als Bundestagsabgeordneter und sage, aus der Sicht der SPD-Bundestagsfraktion sind wir sehr froh, dass wir dich als Verteidigungsminister haben. Ich glaube, wir sind auch nicht alleine.
In der Politik ist das so, man muss das öffentlich sagen, sonst ist das nichts wert. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen sage ich es nochmal ganz ausdrücklich hier. Jetzt kommt der Hausherr, Herr Langgräfe, bitte. Jetzt vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, ganz kurz. Ich glaube, ich habe 30 Sekunden, um mir noch meinen und unseren Dank auszusprechen. Also im Namen der Hochschulleitung, lieber Herr Minister, lieber Herr Pistorius, lieber Herr Gverdi, vielen Dank für diese sehr intensive, sehr präzise eine Stunde. Ich glaube, das hat alle sehr beeindruckt und es war unfassbar informativ in diesen schwierigen Zeiten. Und ein großes Dankeschön an die Jusos, die das möglich gemacht haben. Und jetzt kommt dazu, wir lassen Sie nicht gehen ohne ein Dankeschön und das hat Tradition. Ich sehe Sie hier in einer unfassbar eleganten Krawatte, aber wir können noch einen drauflegen. Ja, Sie sehen, diese Krawatte ist sehr beliebt. Dazu zwei ganz kurze Sätze. Wir haben eine Ehrengalerie, eine Fotogalerie vor der Hochschulleitung. Da hängen prominente Personen, meistens Politiker, Männer, mittlerweile glücklicherweise auch viele Frauen. Und die Männer tragen immer diese Krawatte, und zwar in einer Szene im Fernsehen, öffentlich. Und da sieht man Herrn Minister zum Beispiel, Helmut Schmidt, damals noch mit der alten Krawatte, aber auch ihr Vorgänger Thomas de Maizière, die tragen diese Krawatte. Und wir hoffen alle, und alle werden gucken, wo und wann sie diese Krawatte zum ersten Mal tragen. Das ist unser Auftrag. Letztes Wort, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wir sind hier im Helmut Schmidt Auditorium. Das ist uns ganz wichtig. Sie sind ein Nachfolger von Helmut Schmidt, der war Verteidigungsminister, als ich auf die Welt kam. Der ist danach Bundeskanzler geworden. Also ganz herzlichen Dank. Ja, wir als Juso Hochschulgruppe möchten uns natürlich auch erstmal bei dir, lieber Boris, bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, aber auch bei dir, Metin. Metin, du bist heute das dritte Mal hier auf dem Campus zu einer Veranstaltung. Du hast diesen Tag überhaupt erst möglich gemacht und deshalb wollen wir dir auch als Dankeschön eine der umworbenen Bucerius Law School Krawatten heute mitgeben. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt nicht sagen, wann ich sie trage, dann müssen Sie alle jeden Abend die Nachrichten gucken. Aber ich werde sie tragen. Es ist auch noch so ziemlich genau die Krawatte, nur ziemlich genau, die ich mir neulich bekleckert habe. Also von daher passt das gut. Sie wird unmittelbar ersetzt und zum Einsatz kommen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein konnte. Danke für Ihre interessierten Fragen. Ich habe mich bemüht, jedenfalls bei ein, zwei Fragen kurz zu antworten, damit Sie mehr Fragen stellen können. Wenn Sie weitere Fragen haben, laden Sie mich gerne ein. In diesem Sinne viel Erfolg fürs Studium und für das, was vor Ihnen liegt. Mein Jura-Examen liegt so lange her, ich habe alles vergessen.